Hallo miteinander. Heute zeige ich Zitronenzucker, Orangenzucker und Rumrosinen. Das Rezept ist eigentlich ganz einfach. Orangenzucker, nur Bio-Orangen und Zucker und Zitronenzucker, das gleiche und Rosinen, na natürlich mit Rum. Jetzt die Orangen abschälen, nur die Schale ohne das Weiße. Das geht am besten mit einem Schäler und nicht zu arg aufdrücken, so dass nur wirklich das Weiße an der Orange bleibt und nur das Gelbe bzw. das orangige Schale, die orangige Schale zurückbleibt. Das Weiße wird bitter. Und ist bitter, das können wir nicht gebrauchen. Und da ich sehr viel backe, reichen mir die 4 Orangen das ganze Jahr über. Die Schale wird abgewogen, das sind jetzt circa 80 Gramm Schale. Also kommt das 2- bis 3-fache an Zucker dazu. Ich nehme lieber etwas mehr Zucker, also das Dreifache, damit es auch richtig konserviert wird. Zucker konserviert ja genauso wie Salz. Also kleinhäckseln in der Moulinette oder einer anderen Küchenmaschine, die ihr zu Hause habt, in ein Glas abfüllen. Das ist dann der Vorrat für ein ganzes Jahr bei mir. Und so lang hält es auch. Und dann kommt noch ein kleiner Schuss Orangensaft dazu, damit es nicht austrocknet und eine schöne Paste entsteht. So, das wäre es fertig. Jetzt wird das nach einer kurzen Zeit umgedreht, immer wieder umdrehen, damit sich der Saft leicht verteilt und eine Paste entsteht. Der wird auch noch etwas dichter, also keine Angst, das ist, auch wenn es etwas flüssig ist, das macht nichts. Und mit der Zitrone geht es weiter. Die können wir nicht so abschälen. Die Haut ist, beziehungsweise die Schale ist etwas dünner. Das Gelbe muss runter, also mit der Küchenreibe abraspeln und so, dass nur das Gelbe wirklich abgeht. Und das Weiße lassen wir an der Zitrone dran. Das ist nämlich genauso bitter oder noch bitterer als wie bei der Orangenschale. Gut ausklopfen nach jeder Zitrone, damit die Raspel nicht immer gleich voll ist. Und das ist jetzt die Ausbeute von einer Zitrone. Und ich habe jetzt gleich 16 Stück. Das reicht für ein Glas und auch die Anteile vom Zucker sind gleich hoch wie bei der Orangenschale. Für diese Zitronen habe ich jetzt knapp 6 € bezahlt. Also rechnet euch mal aus, wie lang dieser Zitronenzucker, dieses Zitronenaroma, natürliche Zitronenaroma, für euer Backvorhaben ausreicht und was ihr dafür für Backaromen, Zitronenbackaroma, bezahlen müsstet, wenn ihr das immer einzeln kauft und habt noch jede Menge Chemie dabei. Das ist doch viel, viel einfacher. Jetzt kommt noch ein Schuss Zitronensaft dazu, so wie beim Zitronenzucker bzw. Orangenzucker. Ich hätte jetzt und ich habe noch etwas mehr dazu gegeben als wie hier im Film. Das ist jetzt eine halbe Zitrone, muss ich auf jeden Fall eine ganze dazu geben. Und der restliche Saft wird dann ausgedrückt, in kleine Flaschen abgefüllt und eingefroren, weil diese Menge kann ich ja auch nicht auf einmal verarbeiten. Und das gibt dann im Winter viel heiße Zitrone und was es sonst noch alles zum Verfeinern gibt mit Zitronensaft.
Und jetzt kommen wir zu den Rumrosinen, das ist noch viel einfacher. Da kommen einfach die Rosinen in ein Glas, ein Schuss, zwei, drei Rum dazu und fertig. Immer wieder umdrehen, damit sich der Rum bzw. der Zitronensaft, Orangensaft verteilt. Das ist jetzt dann die ganze Ausbeute. Jede Menge Zitronensaft, genügend Orangenzucker und Zitronenzucker und natürlich auch die Rumrosinen für meinen Hefezopf. Das muss sein. Und ihr denkt an meinen Daumen. Viel Spaß beim Nachmachen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.